ich begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Genau 50 Jahre nach dem Terroranschlag auf israelische Olympioniken in München hat Bundespräsident Steinmeier die Hinterbliebenen um Entschuldigung gebeten. Er sprach am Montag bei der zentralen Gedenkveranstaltung auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck bei München. Israels Präsident Herzog bedankte sich bei Steinmeier für dessen mutige und historische Rede. Am 5. September 1972 waren 8 palästinensische Geiselnehmer in eine Unterkunft israelischer Athleten im Olympischen Dorf eingedrungen. 2 der Sportler wurden vor Ort ermordet, 9 starben bei einem Befreiungsversuch in Fürstenfeldbruck. Der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft BEC hat Strafanzeige gegen den Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde Abbas gestellt. BEC sieht in Abbas einen der Hintermänner des Olympia-Attentats von 1972 in München. Daher sei eine Strafanzeige wegen Beihilfe und Anstiftung zum Mord nötig, erklärte er gegenüber der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Die Vorwürfe sind nicht neu. Schon der Drahtzieher des Attentats, Mohammed Oudeh, gab an, Abbas habe die Terroraktion finanziert. Der deutsche Generalbundesanwalt prüft die Anzeige. Terroristen haben am Sonntag auf der Schnellstraße vom Süden des Sees Genezareth zum Toten Meer einen Bus beschossen. Darin saßen Soldaten. 7 Menschen wurden verletzt, unter ihnen der Busfahrer. Die Angreifer versuchten erfolglos, den Bus in Brand zu stecken. Kurz darauf entzündete sich in ihrem Fahrzeug ein Feuer. Das Fahrzeug explodierte. Die Angreifer führten nicht nur Sprengstoff und Benzin mit sich, sondern auch M16-Gewehre, wie sie standardmäßig beim israelischen Militär verwendet werden. Nach Einschätzung der Armee ist die Al Jazeera-Journalistin Shirin Abu Akleh im Mai höchstwahrscheinlich von einer israelischen Kugel getroffen worden. Anlass für ein strafrechtliches Verfahren bestehe nicht. Das teilte ein Vertreter der israelischen Armee am Montag mit. Abu Akleh sei während der Operation in Jenin zu keinem Zeitpunkt von Truppen identifiziert worden. Soldaten hätten nicht absichtlich auf sie geschossen. Die Truppen seien auch von dort unter Beschuss geraten, wo sich die Journalistin aufhielt. 2 Drittel der Israelis haben ein positives Deutschlandbild. Doch nur 46% der Deutschen haben von Israel eine sehr gute oder ziemlich gute Meinung. Das zeigt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Die Studienmacher befragten jeweils rund 1200 Menschen in beiden Ländern. Die Befragung ergab außerdem, dass rund 43% der Israelis Deutschland bereits besucht haben. Hingegen waren nur 6% der Deutschen schon einmal in Israel. Das war Israelnetz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.